Moin zusammen. Ich bin jetzt hier wieder da mit meinem nächsten Vlog. Ich hatte ja beim letzten Mal die Papiere da noch klar gemacht bei der Firma. Und da war da so eine hübsche junge Büroangestellte, mit der bin ich dann hier noch ein bisschen um die Häuser gezogen. Und dann bin ich ein bisschen spät ins Bett gekommen und dann muss ich erstmal ein bisschen pennen hier. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz hier beim LKW-Händler. Hab mich erstmal ausgeschlafen, so ein bisschen. Jetzt hier grob gewaschen, der LKW-Händler hat mich da freundlicherweise mal ins Waschbecken gelassen und so. All nicht so gut geschlafen, ein bisschen lang gewesen gestern auch und so. Aber war schön. Und wir wollen jetzt mal gucken, dass wir hier gleich direkt mal weiterkommen. Was wir hier mal aus Bakersfield so kriegen. Ja, ich denke, da greifen wir uns hier gleich die Düngemittel. Die holen wir dann mal eben ab. Ja, die wieder da stehen, die schönen LKWs. Irgendwann können wir auch sowas fahren. Aber ich finde meine LKW ganz okay. Ich bin da eigentlich ganz glücklich mit. Den wir nach und nach ja dann auch erweitern können. Vielleicht können wir uns irgendwann nochmal ein Schlafkabin leisten, müssen wir nicht hier quer über die Sitze pennen. Das war auch mit der kleinen Maus hier von der Firma ein bisschen schwierig gestern Abend, aber gut. Wo ein Wille, da auch ein Weg. Mehr sage ich dazu mal nicht. Nein, ins Motel konnte man nicht, weil kennen die Leute hier am Ort ja nicht und es gibt wieder Gerede und so. So, unsere Abholstelle ist hier die örtliche Chemiefabrik, die ist natürlich ein bisschen weiter raus. Hier die Ölquellen, hier Ewing Oil, kennt wahrscheinlich jeder. Mit meinem guten Freund JR. Wie gestern Abend. So, da sind wir schon bei Camps. Ja, ein riesengroßer Komplex hier. Aber die Zahlen an und für sich immer ganz gut. So, ich gehe mal eben zu dem Herrn und hol die Papiere. Bis gleich. So, der wusste zum Glück schon Bescheid. Da bin ich wieder. Das ist eine eilige Fracht auch. Der hat schon Bescheid gewusst. Hat mir schon gleich gesagt, wo das hingeht. Und wir sollen uns ein bisschen beeilen, sagte. Würden die sich natürlich auch was kosten lassen. So, aber jetzt heißt das erstmal wieder ein Bait suchen. Nee, kann ja nicht. Ach Leute, wie ich das liebe, versteckt die Auflieger doch nicht immer so. Der
weißt du nicht. Okay. Das ist nicht mein Auflieger da. Da hinten steht er. Ei, ei. Ja, es ist manchmal ein bisschen tricky hier. So, ich mache eben alles klar, dann geht das direkt los. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, da bin ich wieder. Dann können wir losdüsen. Wie gesagt, die Fracht ist ein klein bisschen eilig. 150 Meilen. Das geht, wir müssen aufpassen, ein bisschen länger als das letzte Mal. Wir müssen ein bisschen beim Kurvefahren natürlich aufpassen. Es gibt hier in den USA schon echt, wenn wir im späteren Verlauf dieser Vlogs dann auch sehen, das gibt also echt megamäßig lange Auflieger. Das ist nicht zu unterschätzen. So, Junge, fahr. Oh, ey, warum fährt der denn nicht? Ein Riesenstau dahinter, weil der am Pennen ist da. Jamie, 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 Jamie. Mach mal die Augen auf! In Deutschland heißen die Krawattentracker. Ich weiß nicht, wie die hier in den Staaten heißen. In den States. Wahrscheinlich Bus Driver Man. Bus Driving Man. Fast wie eine Achterbahn auf der Kirmes hier. Oh, ein schönes Auto. Crash beim letzten Mal mit der Polizei können wir uns nicht mehr so viel Bußgelder leisten.
fleißig. Ich muss das auch besser im Auge behalten. Ich muss aber eben in die Papiere gucken. Ich wollte, wo müssen wir eigentlich hin? Nach Huron. Zu Sunshine Crops. Da hatte ich gar nicht so schnell drauf geguckt. Ich hatte es vergessen. Natürlich hatte ich drauf geguckt, wo wir hin müssen. LKW müssen wir auch mal wieder zur Wartung bringen demnächst. Leider, wie blitzt mich jetzt wegen Rotfahren, ey? Schleichen wir jetzt dahin. So, 77 Meilen hier noch. Jetzt hier mal ordentlich in eine Pedale treten. So, komm in Gang, Möhre. War jetzt mutig, Kollege. Muss ich dir ganz ehrlich mal sagen. Ah, ich habe hier, als ich hier vorhin noch, also als ich im LKW aufgewacht bin, bin ich ja dann noch in einem örtlichen, so einem kleinen Diner, habe ich ja noch gefrühstückt. Und da habe ich dann auch einen Kollegen getroffen, den ich auch schon ganz gut kenne. Und der hat ein paar größere LKWs und der hat mich gefragt, ob ich nicht demnächst mal einfach mal bei ihm vorbeikommen will.
um vielleicht meinen LKW mal für eine Tour irgendwie beiseite zu stellen, um mal eine Tour mit so einem richtig großen, aufgemotzten US-Truck zu machen. Oder hätte natürlich gesagt, klar, habe ich da Bock drauf. Mal gucken, wann wir das terminlich hinkriegen. Und dann machen wir dann auch mal eine Tour mit so einem richtig aufgemotzten LKW. Das wird bestimmt auch mal ganz spaßig. Also nur mal ausnahmsweise. Wir fahren hier natürlich weiter mit unserem LKW, den wir langsam aufbauen. Aber mal zwischendrin eine Tour mit so einem großen Ding. Ist ja auch mal ganz spannend. Vielleicht. Mal gucken, was er uns da hinstellt. Er hat also Kenworth und Peterbilt. Und dann gucken wir mal, was er uns da zur Verfügung stellt. Scheiße, habe ich nicht gesagt. Hä, das ärgert mich jetzt. Einmal eine Sekunde nicht aufgepasst. Du kannst auch nirgends drehen hier. Eine Sekunde unkonzentriert. Das darf nicht, wenn du in diesem Job nur eine Sekunde unkonzentriert bist, hast du einen Zonk gezogen. Also gerade die Geschwindigkeitsbegrenzung vorbei, willst Gras Gas geben. Gerade Gas geben halt. Können. Ach, das ärgert mich jetzt. Ich Pulskrieg da. Ich sehe schon, komm gleich nicht auf der Autobahn oder was? Zeit ist keiner hinter dir, aber dann, wenn du gerade mal zurückstoßen willst, dann ist auch definitiv einer da. Ach Leute, Leute, Leute. Das ist alles nicht so einfach, wie das im Fernsehen dargestellt wird, das sag ich euch. Fernsehen sieht das immer alles so einfach aus. Thank you.
ja quasi da. Wäre ja schon da gewesen, wenn ich sie verbratzt hätte. Sorry dafür. Da ist denn da wieder oben wieder. Jetzt guckt man doch eher hin als da rechts. Ich weiß auch nicht, warum ich das rechts nicht so im Auge habe. So. Ich gehe dann eben wieder die Papiere machen. Wie gesagt, wir gucken mal, wann ich da mich nochmal. Ich unterhalte mich nochmal mit meinem Kollegen, wie wir das terminlich hinkriegen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt, euer Chuck.